hin, sie zu sehen. Doch die letzten Sekunden reichen nicht, um die Welt noch zu drehen. Schwarze Schatten bedecken ihr Geist und zehren an den Seelen. Die Zeit gab ihnen Chancen, sie warteten ab und fähig, den Weg zu wählen. Von Neid zerfressen, von Macht und Geld besessen. Ihr Status als das höchste Lebewesen lässt sich nicht daran messen. Denn die Säulen, die sie tragen, wurden brüchig. Und obwohl dies jeder gesehen hat, argumentierten sie nur flüchtig. Das Elend, das unter den Teppich gekehrt wurde, kommt wieder. Was bleibt mir anderes übrig, als wach zu rütteln mit Liedern? Denn die Hoffnung stirbt zuletzt, auch wenn der Spruch schon immer wie Wunder klang. Ist alles, was uns fehlt, nicht anderes als ein gesunder Drang. Nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Frieden und ein Neuanfang. Doch das Feuer des Lebens erlischt, das ist der Untergang. Ist für sie ein runder Klang. Sie blenden Zeichen und Warnungen aus, es ist ihnen gut ergangen. Hatten weder Probleme noch wirkliche Sorgen. Doch ohne Boden kann man nicht gut stehen. Gibt es ein Morgen mit einem Planeten ohne Schichten? Alle leben im Gleichgewicht. Kein Raketen, die so viel Leben löschen. Wir haben alle ein Gesicht. Nämlich das des Menschen, der denken und danach handeln kann. Doch nicht jeder scheint dies zu können und zuckt mit Schultern wie Hampelmann. Marionetten an Fäden auf Drohnen, gelenkt von zig Spionen. Wenn man sich Finger verbrennt, sollte sich die Sache schon lohnen. Also schnelle Rettung durch die Anhäufung von Wunderbaren. Wunderbaren, die jedoch nie wirklich Teil des Lebens waren. Zierde auf leblosen Wesen, die geistig nur reglos gewesen. Alles wäre zwecklos gewesen wegen so vieler zweckloser Thesen. Öffnet man sein Herz und Geist, ist man innerlich unbefangen. Doch da dies nicht jeder tun möchte, ist es der Untergang. Untergang, Untergang. Das ist der Untergang.